herzlich willkommen auf minitechnet.de. Heute möchte ich Ihnen den MSI WinPC vorstellen, der zur Kategorie der Nettops gehört. Vom MSI WinPC gibt es insgesamt zwei Versionen. Beide sind mit einem Intel Atom Prozessor ausgestattet. Die erste Version ist schon seit dem vierten Quartal 2008 erhältlich und ist mit einem Intel Atom 230 Single-Core-Prozessor ausgestattet. Die neue Version, die erst jetzt in Taiwan erschienen ist, soll dann im ersten Quartal 2009 auch auf dem europäischen Markt erscheinen und ist mit dem Intel Atom 330 Prozessor ausgestattet. Das ist eben die Dual-Core-Version, die dann etwas mehr Leistung, vor allem im Bereich Multitasking, bietet. Den MSI WinPC sollte man nicht unbedingt mit einem sehr baugleichen Modell, dem MSI Nettop, vergleichen. Der MSI Nettop ist etwas schmaler gebaut und verfügt nicht hier über ein Standard-DVD-Laufwerk, sondern über ein Slot-In-DVD-Laufwerk. Die Front sieht auch etwas schicker aus und es gibt den MSI Nettop auch in den Farben Weiß und Pink. Auch der MSI WinPC ist aber ein Nettop, denn er gehört zu den günstigen Rechnern ab ca. 250 Euro für den Komplett-PC. Für Assemblier und Händler soll es aber auch die Barebone-Version geben, sodass der Händler auf Kundenwunsch dann die Komponenten wie Festplatte und DVD-Laufwerk noch anpassen kann. Der MSI WinPC ist für Nettop oder Mini-PC-Verhältnisse eigentlich recht groß gebaut. Wenn man ihn vergleicht jetzt mit seinem Open-Mini-PC, dann sieht man, dass der WinPC mindestens dreimal so groß ist. Oder auch hier haben wir noch einen weiteren Nettop von Mini-Pirat. Auch der ist deutlich kleiner. Das liegt aber auch wohl daran, dass im MSI WinPC Desktop-Komponenten wie ein normales 5,25 Zoll DVD-Laufwerk und eine normale Desktop-Festplatte zum Einsatz kommt. Der WinPC kann entweder flach aufgebaut werden, idealerweise unter einem Flachbildschirm, oder auch senkrecht. Es wird hier zum Beispiel ein Standbein mitgeliefert und dann lässt sich auch der WinPC neben einem Bildschirm aufbauen oder ins Regal stellen. Der WinPC ist besonders interessant für Kunden, die einen kompakten Rechner brauchen, nicht viel Geld ausgeben möchten und vor allem beim Stromverbrauch sparen, denn er verbraucht maximal 30 bis 50 Watt und das ist deutlich weniger als wie ein Standardrechner im ATX-Format. Auf der Frontseite gibt es hier unter der Power-Taste Kopfhörer- und Mikrofonanschluss, zwei USB-Schnittstellen und einen 4-in-1-Card-Reader, der SD, MMC und Memory Sticks lesen und beschreiben kann. Auf der Rückseite sehen wir hier, ist der WinPC sporadisch ausgestattet, aber mit dem Nötigsten. Hier gibt es einen analogen VGA-Ausgang, insgesamt vier USB-Schnittstellen, einen Netzwerkanschluss und 7.1 Kanalsound. Der WinPC lässt sich eigentlich ganz einfach öffnen. Das liegt wohl auch an dem typischen Barebone-Prinzip, das Assemblieren leicht machen soll, PCs auf Kundenwunsch zusammenzubauen. Man nimmt die obere Klappe weg. Und hier sieht man auch schon das Innenleben. Vorne kann ebenfalls die Frontblende weggenommen werden. Und wenn man diese beiden Schrauben hier ebenfalls öffnet, lässt sich dann das vordere Element mit den Laufwerken herausnehmen. So, wie man hier sieht, ist alles schön verkabelt worden, sehr ordentlich auch verkabelt.
Hier befindet sich das DVD-Laufwerk, hier die Desktop-Festplatte. Im Barebone-Modell ist die Festplatte nicht integriert, der DVD-Brenner ist allerdings schon dabei. Und im Komplettsystem sind Festplatten ab 160 GB bis hin zu 320 und 500 GB möglich. Wie man hier sehen kann, wird im MSI WinPC ein nicht konformes Mainboard eingesetzt. Das hat einen eigenen Formfaktor und ist ca. 17 cm breit und 22 bis 23 cm tief. Wir hätten eigentlich ein Mini-ITX Mainboard erwartet, allerdings ist das hier nicht der Fall. Im Übrigen bietet die MSI auch als einer der wenigen Hersteller Mini-DTX Mainboards an mit Intel Atom CPU. Und interessanterweise wird dieses fast von den Spezifikationen baugleiche Mainboard hier nicht eingesetzt, hätte aber ebenfalls Platz gehabt. Wie man hier sieht, sind Chipsatz und CPU passiv gekühlt. In der Regel wird der Intel 945 GC Chipsatz mit einem Lüfter gekühlt. Das ist hier nicht der Fall. Allerdings ist das System nicht ganz leise, denn hier hinten gibt es doch einen 60 mm Lüfter. Insgesamt verfügt das Mainboard über nur einen Slot für Arbeitsspeicher. Der Barebone wird nicht mit Arbeitsspeicher ausgeliefert, die Komplettsysteme hingegen schon. Hier sind Speichermodule mit 1 oder 2 GB enthalten. Es gibt auch einen Compact Flash Slot für diejenigen, die das System im industriellen Gebiet einsetzen möchten und dort zum Beispiel eine Compact Flash Karte verwenden und auf diese dann ein Linux oder Embedded Betriebssystem einsetzen. Hier gibt es auch noch einen Mini-PCI-Slot für zum Beispiel WLAN-Karten, TV-Module oder ein Turbo-Memory-Modul, das man dann aber nur unter Windows Vista einsetzen kann. Bei der CPU wird im ersten Modell ein Intel Atom 230-Prozess eingesetzt und im High-End-Modell, dem WinPC D130, die Dual-Core-Version Intel Atom 330. Und den können wir all denjenigen empfehlen, die entweder auf Multitasking angewiesen sind oder Windows Vista einsetzen möchten. Den kompletten Testbericht zum MSI WinPC finden Sie in Kürze auf unserer Website www.minitechnet.de. Dort gibt es dann auch ausführliche Benchmarks und Messdaten. Vielen Dank für Ihr Zusehen und auf Wiedersehen.